You need to help me. Do you speak English? No. Soll ich was machen? Was machen? Oh, ist egal. Digga, die haben hier echt richtig geile Sachen im Zara in Mexiko. Ich werde die jetzt ganz kurz mal zeigen. Boom, was habe ich mir alles geholt? I need to do that, man. Tanz in mein Video, Shake Body Girl aus Rio. Sie weiß, ich will keine Beziehung, aber sie fehlt meine Vision. Baby Girl, komm rein von mir. Du bist viel zu nice zu mir. Warum gibst nicht zwei von dir? 3, 2, 1, go. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Ich bin ja mal wieder. Oh shit, man. Water it out, motherfucker. Mal wieder für euch am Start. Und willkommen zu einem weiteren Video auf meinem motherfucking YouTube-Channel. Und ich hoffe, bei euch da draußen ist alles gut, meine lieben Freunde. Ich bin gerade dabei, den Müll wegzubringen. Und dann auf dem Weg nach Playa del Carmen mal wieder. Ich will nicht den gleichen Block machen wie letztes Mal. Aber ich will heute in Playa in einen Fitnessshop reingehen. Ja? Und ich habe mir gedacht, das ist vielleicht interessant für euch auch. Ich bin mal gespannt, was die hier so haben an Equipment. Ich brauche einmal Magnesium für die Hände. Ich brauche Kreatin. Ich brauche BCAAs. Auch wenn die eigentlich bewiesenermaßen doch nicht so viel bringen, laut aktuellsten Studien. Nichtsdestotrotz finde ich die geil beim Training. Ja, und dann muss ich noch zwei, drei Sachen umtauschen gehen bei Zara. Ja, und dann wollte ich mir noch einen Rucksack kaufen, Freunde. Ja. Ich nehme euch mit. Ich habe hier schon meinen Scooter ready gemacht. Ich bin hier übrigens gerade in dem Wohngebiet, in dem ich wohne. Könnt ihr auch mal Hashtag Wohngebiet in die Kommentare schreiben, wenn ihr mal das Wohngebiet sehen wollt. Die Wohnung wollt ihr ja auf jeden Fall sehen. Die Brothers drüben am Worken, wie ich über das Lach. Wir sehen uns gleich. Peace. Lord Life. Hier ist der Eingang von dem Shit. Ja, sitzt immer Brother Security auf jeden Fall da draußen. Yeah, haben sie hier reingefahren quasi. Ins Paradise, Digga. Ja, Mann, ich zieh jetzt Helm an und dann geht's ab in den Bus Collectivo. 50 Peso. Geld sparen, man. Yes. Playa del Carmen ist da. Und wir haben wieder richtig geiles Wetter heute. Die letzten 3 bis 4 Tage hat es wirklich durchgehend gepisst, gewittert, gestürmt. Und dann ist auch mal wieder geil, wenn das Wetter so nice ist. Weißt du, davor hatte ich die ganze Zeit schönes Wetter durchgehend. So ist es geil, Bruder. Man weiß es wieder mehr zu schätzen. So, weißt du, wie ich meine? Fühlt sich wieder geiler an, wenn die Sonne rauskommt. Vorher muss ich sagen, war es sogar schon so, da ist man so verwöhnt, dass einem die Sonne dann sogar, beziehungsweise die Wärme, die mit der Sonne kommt, einem auf den Sack geht, ja? Oh shit. Der sieht nach einer Schweißerei aus. Das interessiert den Lovelock hier gerade. Geil. Schweiße denn, man. Tschüss. Hola. Nice. Ich, jo. Denke ich auch, Alter. Was will der hier? Kommt ihr einfach hin mit Kamera und filmt ihr in unsere Schweißerei rein, Bro. Get the fuck out of here, man. Tschüss. Yeah. Okay, die Cousins haben dicke Wagen, Alter. Das scheint wohl auch nicht alles koscher zu sein hier, wenn ich das so sagen darf an der Stelle. Yeah. Ja, Mann, zu Zara jetzt Sachen umtauschen. Fitnessshop schalte ich wieder ein. Das soll ja der Hauptfokus hier sein, glaube ich, ne? Heute. Bin in meiner Zone mit den Bros, only good vibes, komm uns nicht zu nah. Denn ab heute sind wir Stars. Wine for me, Baby, wackel mit dem Arsch. Sie hat den größten Booty auf der Welt. Wenn sie shake, komm ich einfach nicht klar. Baby Girl Drip. Okay, Freunde, ich habe den Shit jetzt umgetauscht. Hat alles super funktioniert, auch hier in Mexiko. Und was ich hier ganz kurz sagen wollte, Digga, die haben hier echt richtig geile Sachen im Zara in Mexiko. Ist auf jeden Fall sehr, sehr anders als in Deutschland. Richtig stabil. Aber ich glaube sogar teilweise etwas teurer als in Deutschland. Ja, Mann, auf jeden Fall eins nice Geschichte. Tschüss. Bisschen auffallen oder was? Ich bin immer noch in der Mall und habe mir jetzt gerade hier Sushi bestellt. Mir ist ein kleiner Fail unterlaufen. Ich habe 15 Rollen bestellt und habe gedacht, das sind 15 kleine. Und jetzt haben die mir 15 ganze Dinger gemacht. Und jetzt habe ich mit denen gedealt. Ich muss jetzt 4 Stück nehmen. Checkt auf jeden Fall den Laden ab, wenn ihr in Playa del Carmen seid. Sushito. Die haben jetzt extra die ganzen Rollen gemacht. Deswegen gibt es nochmal Werbung von mir auf Nacken. Lejo Dislav, kommt vorbei, Freunde, ja?
finally auf dem Weg zum Supplement Store, meine Freunde. Boom. Und ich gönne mir jetzt erstmal meine Sushi Rolls. Natürlich all vegan, Freunde. Ja, nicht vergessen. Vegan. Tschüss. Ah, hier ist ein geiler Fußballplatz, da zieht man rein. Ich bin vor, man dreht da ein Musikvideo und dann lässt man die Drohne hochfliegen. Über nice. Sushi Luna, Mann. Okay, Freunde. Also der Fitnessshop, den ich mir rausgesucht habe, der liegt jetzt nicht direkt im Zentrum in Playa del Carmen, sondern hier im Centro Maya. Das ist aber auch, boah, das sieht geil aus gerade mit der Sonne, ne? Sorry. Es ist aber auch jetzt so 5 Minuten von Playa del Carmen ungefähr entfernt. Yes, ich bin gespannt. Ich werde jetzt noch nach dem Fitnessshop suchen und dann hoffe ich, dass die auch alles da haben. Finally, Freunde, Fitnessdepot. Ich bin da. Hola. You need to help me. Do you speak English? No. No? Soll ich was machen? Was machen? Need muscles or ist egal? No Magnesium? No. No. Come on. Is Magnesium? Yes, yo, Freunde, natürlich ist genau in dem Moment, wo ich in den Fitnessstore reingelaufen bin, der Akku von meinem Handy leer gegangen und ich konnte es leider nicht mehr mit aufnehmen. Aber natürlich habe ich mir die ganzen Sachen reingezogen. Ich werde die jetzt ganz kurz mal zeigen. Boom, was habe ich mir alles geholt? Ich habe mir einmal nochmal veganes Protein geholt. Dann einen Booster, C4. Den kenne ich schon, deswegen habe ich den genommen. Dann Kreatin, Monohydrat, wichtig. Magnesium. Und dann wollte ich eigentlich noch Magnesium für die Hände haben. Für den Grip, aber das haben die leider nicht da gehabt. Leider, leider. Ich muss mal gucken, ob ich das bei Amazon irgendwie bekomme. Natürlich würde ich diese ganzen Supplements auch von meinem Sponsor Sec Plus nehmen, aber die haben leider Lieferschwierigkeiten nach Mexiko. Nichtsdestotrotz könnt ihr 10% mit Leon 10 auf Nacken bekommen. Ich mache mir jetzt einen Smoothie und dann geht's ab ins Gym. 3, 2, 1, go! Yes, Freunde, dann war es jetzt auch gewesen mit dem Videoblog. Kurze Reise nach Playa del Carmen. Leider habe ich den Fitnessshop jetzt nicht mit drin, was eigentlich so das Hauptding war, warum ich da hingefahren bin. Aber egal, Freunde, ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß gehabt beim Schauen. Schreibt mal Hashtag Vlogs in die Kommentare, wenn ihr es nice findet. Und ja, ich bin brutal am Schwitzen. Ich muss jetzt ins Gym, Digga. I need to do that, man. Tanze mein Video, Shake Body Girl aus Rio. Sie weiß, ich will keine Beziehung, aber sie fühlt meine Vision. Baby Girl, komm rein for me. Du bist viel zu nice zu mir.